Hallo und herzlich willkommen bei DTF Schlosskonflikt. Ja, der liebe Tim hat gerade sein Account-Update hochgeladen und jetzt bin ich an der Reihe, euch ein bisschen über meinen Account auf dem Laufenden zu halten. Ja, wo fangen wir an? Also ich würde mal sagen, die erfreulichen Nachrichten. Und zwar, Welle T wurde erfolgreich gemeistert. Vor knapp, ja, 2 Wochen ungefähr habe ich auch Welle T endlich mal geschafft. Durch die Säubern-Funktion mache ich jetzt Welle T täglich. Also ich fahre mir jetzt ab jetzt Welle T zu zweit, nur mit 2 Helden. Einmal mit dem Skull und einmal mit dem Jack, um die beiden halt für die Evo hochzupushen. Ja, die ganzen neuen Käuferbelohnungen, die habe ich alle erfolgreich erhalten. Wie ihr seht. Also die genaue Anzahl an gekauften Games ist bei mir leider immer noch nicht bekannt. Ich hoffe, irgendwann werde ich es rausfinden und hoffentlich kann er jetzt einen Fakt bekommen. Dann schauen wir mal im Heldenaltar an. Bisher habe ich 8 Helden evolviert. Einmal den Dudu, dann den PD, den Eros, den Flat, Moltanica, Aries, Todesritter und den Geistmagier. Was hat sich getan an den Talenten? Ja, ich habe auf dem PD jetzt mittlerweile einen 5er Berserker. Auch erst vor kurzem erhalten. Den werde ich auch demnächst auf 7 bzw. auch auf 8 hochbringen. Der Skill, der wird erstmal bleiben. Ja, was hat sich noch geändert? Der Skull Knight, den habe ich bekommen. Mittlerweile. Wie ihr auch schon im letzten Video gesehen habt, im Rollvideo, hat auch einen 5er Lebensentzug. Skill ist auch auf 9. Den Drake, den habe ich jetzt vor kurzem, also beziehungsweise, was heißt vor kurzem, heute auf ein Skill-Level von 9 gebracht. Wird auch erstmal jetzt so bleiben. Ansonsten an den Helden hat sich eigentlich wenig getan bisher. Eigentlich gar nichts. Als nächstes ist geplant, dass ich endlich mal den Mino, das wird mir echt mal Zeit, dass ich den auf ein Skill von 9 bringe, bin ich auch schon dabei. Und ja, da wäre noch ein 5er Kriegsgott, würde ich ganz interessant finden, dass ich den dann später auch ein bisschen hochpushen kann. Allein für die neuen Meister-Dungeons würde das was bringen. Ein 3er Quicken-Set habe ich drauf. Sobald ich mit einem Quicken weiter hochkomme, wird das auch noch höher gesetzt, ein 4er, am besten sogar ein 5er. Ja, im Lost Realm hat sich vom Level her nichts geändert bei mir. Da bin ich immer noch auf Level 21, ne, auf 20, Entschuldigung, fast auf 21. Ja, zu zweit 2 Türme mir abhanden gekommen. Leider werden aber auch heute wieder geholt. Wie folgt spiele ich dort? Ich habe den Skull dabei, ich habe den Jack dabei, den Aries, den Eros und den PD. So komme ich eigentlich ganz gut voran. Also die Altare, die kann ich alle wiederholen. Steht ganz gut ab und an mal, wie jetzt hier in dem Fall, wird mir mal ein Turm geklaut. Von den netten Herren Dungeo und Smashy. Ansonsten ist da alles beim Alten. Die Kristallminen immer noch auf 20. Also da hat sich nicht viel getan. Mein Team hat sich nur ein bisschen geändert. Da ist der Drake rein und der Skull. Fahre ich auch mit richtig gut, wie gesagt. Ja, Arena spiele ich eigentlich weiterhin so gut wie gar nicht. Ab und an mal, wenn ich Lust und Langeweile habe. Bin ich aber ganz schön weit abgerutscht. Ich glaube, eine Woche habe ich jetzt schon nicht mehr gespielt. Auf 4000 runter. Das ist schon, ja, mal gucken, vielleicht. Ich bringe mich mal ein bisschen hoch. Also 4000, das ist schon echt ein bisschen hart. Da muss man ein bisschen was machen. Na, dann tun wir einen Santa. Den Drake. Ja, den Hexenmeister kann ich leider nicht reintun. Der hat leider kein 5er Quicken. Von daher bringt der mir jetzt nicht. Mal gucken. Ja. 6, okay. So, dann fordern wir mal heraus. Santa, Drake.
Eros ab hier und dann den Ares. Ja, das sollte kein Thema sein. Also, wie gesagt, die Arena spiele ich ganz selten. Vor knapp einer Woche das letzte Mal. Deswegen bin ich da auch so weit abgerutscht. Ich habe, wo ich den Drake gezogen habe, Arena, ich glaube, 3-4 Tage aktiv gespielt. War bin bis Platz, ja, was war das? Platz 50 ungefähr gekommen. Aber dann ist mir auch die Lust schon wieder vergangen, weil die Arena ist einfach zu zeitintensiv. Und da habe ich einfach keine Zeit für. Ich kann nicht alle 30 Minuten reingehen, um dort mal vielleicht mal Platz 1 mir zu holen. Von daher wird dies halt nur sporadisch gemacht, ab und an mal. Ja, wie ihr seht, also mein Team ist eigentlich gar nicht mal so schlecht. Warum dann solche Teams mich überholen, das ist schon manchmal echt fraglich. Ah, 2 machen wir noch, dann sind wir wieder unter den Top 1000. Weil das wird jetzt schon ein bisschen härter. Ah, Mist, okay. Dürfte auch noch glatt gehen. Ja, war gut. Ares wurde nicht getroffen. So, noch ein Kampf. Und dann sind wir wieder unter den ersten 1000. Ah, das wird, glaube ich, schon jetzt schwerer dann. Ja, Ares wieder nicht getroffen. Aber das Team sieht... Ja, okay. Jetzt haben wir einen Kampf verloren. Deswegen, wir gehen mal auf eine Freeline. Da werde ich dann auf jeden Fall Figuration bearbeiten. So. Dann sollte das jetzt eigentlich kein Thema sein. Greg und Harp hier kommen rein. Jetzt dürfte der nächste Puck langsam kommen. Und jetzt dürfte die Post abgehen. Ja. Also auf einer freien Line habe ich dann deutlich mehr Chancen. Ja. Der Drake kam leider genau drauf an und der Ares hat mich dann kaputt gemacht. So. Ja, was gibt's noch? Expedition weiterhin erfolgreich bin ich. Schlachtfeld auch sehr erfolgreich. Was ist der Rang noch da? Nein, da doch. Letzte Saison fast 1200 Punkte mir geholt. Heute am ersten Tag auch wieder alle 5 gewonnen. 300 Ehren, also es läuft super. Mein Team sieht auch wie folgt aus. Ich habe hier einmal komplett Damage drauf mit dem Zerstörer. Jetzt hat der liebe Timmy angerufen, vielen Dank. Ich rufe dich gleich zurück. Und zwar mit dem Zerstörer, den Minotaurus, dem Moltaniker und den Santer. Ja, natürlich den Eros drin, weil er einen 5er Quicken hat. Die restlichen, die haben alle, also bis auf der Moltaniker, ein Erquicken. Der Santa hat ein 4er Erquicken, der Mino hat einen 3er Erquicken Rune und der Zerstörer hat auch ein 4er Erquicken. Von daher, sobald der Eros prockt, sind die alle drei voll und hauen meistens mit ihrem Prock sofort das gegnerische Team platt. Ja, im anderen Team habe ich den Drake mit dem Ares drin. Also der Drake stunt erstmal das gegnerische Team und mit sehr, sehr viel Glück, was heißt mit sehr, sehr viel Glück? Also meisten, also sagen wir mal in 90% der Fälle bisher kam mein Ares dann immer zum Procken, wenn der Gegner auch einen Ares im Team hatte. Also es ist immer halt die Chance. Also ich habe schon oft Teams begegnet, die auch einen Ares und einen Drake drin hatten. Da ist das dann halt immer so eine Sache, wo steht gerade denen sein Team, welcher Drake schlägt als erstes zu. Ja, und das andere Team ist auch, finde ich, also mit dem Skull Team habe ich bisher kaum Kämpfe verloren, also muss ich mal echt mal sagen. Ich benutze ich auch als zweites Team, stelle ich eigentlich immer rein. Meistens ist es nach den ersten beiden Kämpfen erfolgreich bei mir. Ja, bei den Dungeons, da habe ich auch ein bisschen weitergemacht. Und zwar bin ich jetzt mittlerweile bei den Meister Dungeons angekommen, kam aber bisher noch nicht weiter. Wie ihr seht, ich habe bisher nur einen mit 3 Flammen
Deswegen bin ich jetzt gerade dabei, auch den Mino ein bisschen vom Skill hochzubringen, um dort ein bisschen weiter zu experimentieren. Ich werde demnächst auch mit Tim zusammen ein bisschen mehr in die Meister-Dungeons eingehen. Wir wollen da kleine Tutorials zu machen und dann wollen wir mal schauen, wie weit wir kommen. Deswegen, da werden wir euch bald auf dem Laufenden halten über das, was wir dort erreichen. Dazu werden wir noch einiges erstellen. Da bin ich auch seit einer Woche jetzt, habe ich jetzt seit einer Woche nicht weitergemacht, weil ich auch aus zeitlichen Gründen jetzt nicht so die Zeit dafür hatte. Ja, was gibt's sonst noch Neues? Ja, VLT erfolgreich geschafft. Den 58er Splitter Dungeon farme ich auch erfolgreich. Ja, ansonsten, das war's eigentlich mit dem Einblick auf meinen Account. Also, falls ihr irgendwie noch Fragen habt, was ich vielleicht euch noch zeigen kann von meinem Account, stellt sie gerne. Ich bin euch dann, also ich bin dann so nett und zeige euch so die anderen Sachen noch. Falls euch irgendein Held ihr noch genauer wissen möchtet, was ich dort habe. Also, das war's dann von meiner Seite aus. Ich wünsche euch allen noch einen schönen Abend und denkt dran, Daumen nach oben. Bis dann, tschüss!